Oh toll, unser Glück, was Sachen durchsuchen angeht, verfolgt uns weiterhin. Wir finden wie immer nichts. Das kann echt nicht sein, oder? Schrecklich. Wir haben wirklich... Komm schon jetzt, bitte, los, komm schon, los, los. Komm schon. I'll take it. Oh, das ist okay. Das ist schon okay. Das sind Stiefel. Okay, hier kann ich jetzt nichts sehen. Wie gesagt, wir werden alle Kisten... Oder hier zum Beispiel, ne? Nicht da irgendwo unten drunter. Noch eine Patrone. Deshalb, und da... Irgendwo drin, hinter irgendwas, was man nicht benutzen kann oder zerstören kann, liegt dann irgendeine Kleinigkeit und... Es ist, ja, man muss halt wirklich apokalypse-mäßig ganz genau gucken. Und das hier? Echt ganz cool, weil dadurch kriegen wir Zeitungsbündel, die wir nehmen können. Um zum Beispiel... Oder hier Zunderbündel halt, ne? Wenn wir das Karton machen können. So. Hier sind manchmal auch Sachen gewesen. Ich verstehe mal das. Wir haben mehr Zeit. Hier drin ist es ja egal. Was nicht temperaturmäßig, ne? 6 Grad. Das ist okay. Halt groß. Ansonsten, ich denke, hier können wir auch ein Feuerchen machen. So, mal gucken. Hier war, glaube ich, noch ein Raum. Genau. Oh, was ist das denn schönes? Brecheisen. Gut, habe ich schon. Ist aber nicht schlimm. Wir sind eh überlastet. Wasserreinigungstablette. Ja. Auch ganz wichtig. Verdammt, ich kann... Man kann ja nicht springen, ne? Das ist... Ah, toll. Ja, ich wollte mir eben nochmal gucken wollen, ob ich wirklich nicht springen kann. Es könnte ja sein, dass da irgendwas drin ist, aber ich komme, wenn, dann nicht ran. Ach, ein Problem. Oh, noch mehr Stiefel. Toll. Wunderbar. Ich fühle mich geehrt, dass ich so viel Stiefel finden darf. Boah. Eine Schachtel mit 5 Patronen. Oh, sehr schön. Da haben wir schon insgesamt jetzt 7 Patronen gefunden. So, mal gucken. Hier muss doch zumindest mal irgendwo. Oh, Zeitung. Ja, schön. Stoff. Oh, nicht schlecht. Nichts. Ohne Mütze. Toll. Warte mal kurz hier. Ja, wir sollten uns mal kurz um uns kümmern. So, warte mal. Wir trinken mal kurz hier einen Kaffee. Und dann machen wir dann gleich eine Dose Kondensmilch auf. Bringt ja ein bisschen, ne, Flüssigkeit und halt auch Kilokalorien. Trinken wir noch eine Gipfelbrause dazu. Essen vielleicht noch ein Stückchen Fleisch als kleines Dessert. Obwohl, nehmen wir die hier, die Einmannpackung. Schön crunchy, crunchy. So. Genau, das sieht gut aus. Achso, halt, ich wollte die auffüllen hier. So, Aktion und... Ah, gut, es reicht zumindest, dass wir 1,5 Füllungen haben. So. Es brennt dann ordentlich lange, ne? So, hier hätten wir alles durchsucht. Okay, dann können wir hier weitermachen. Nichts. Ey, ganz ehrlich, was ist hier los, Mann? Oh, dahinter liegt auch noch was. Siehste? Ah, habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. Man muss ganz genau gucken. Ja. Ich habe es doch erzählt. Jetzt gucken wir noch mal unten drunter. Ja, jetzt wollen wir nichts entdecken. Hm. Gucken wir mal weiter. Düdüm, düdüm. Was haben wir hier? Ja, damit komme ich dann. Ah, sehr schön. Erste Hilfekasten. Verband. Die könnte auch eine Jacke drin sein. Wasserreinigungstabletten. Aha. Antibiotika. Wir können so eine Arztpraxis hier aufmachen, wenn das da weitergeht. Naja, gucke ich jetzt mal nicht dahinter. Jede Menge Schaltsachen. Hier, das könnte man auch zerlegen anscheinend. Kaputte Metallleuchte. Warum auch immer man das zerlegen soll. Ich weiß es nicht. Hier ist noch eine Lampe, die können wir höchstens reparieren. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen was drin. Oh, ja, einiges an Petroleum drin. Ist schon ganz okay. Hier sehe ich jetzt nichts in den Regalen. Oh, doch, hier liegt was. Streichhölzer, ne? Also Streichhölzer finden wir echt massenhaft, muss ich sagen. Das ist schon gar nicht ohne. Gucken wir mal, jedes kleine bisschen zählt. Ha. Ach ja, das ist dieser Tresor, den ich meinte, ne? Das ist so... Keine Ahnung. Wie der funktioniert. Ob man da irgendwas eingeben muss.
Ah, okay. Irgendwie bei 50 oder so, ne? Okay. Gut, 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 gut. Gucken so rum. Sehr cool. Andere Richtung. Oh, das habe ich noch nie probiert. Ich habe da nur kurz geguckt und so. Dann nichts gefunden. Und dann. Coole Sache, ey. Das ist echt der Wahnsinn. Übrigens, wer bei diesem Spiel Erfolge sucht, wird er nicht finden. Es gibt keine Erfolge bei diesem Spiel. Vielleicht dann später in der Vollversion. Gehe ich mal von aus. In der Preview-Version gibt es keine. Bei Elite Dangerous ist das ja anders. Da gibt es welche. Geil. Hammerhart, Alter. Thermostiefel. Nicht schlecht. Hat sich davon ja fast nicht gelohnt. Ja, ne? Ja, immerhin. Wir wollen nicht meckern. Wir haben zumindest teilweise Erfolg gehabt und irgendwas gefunden, was man anziehen kann. Abgeholte Zeitung. Ja. Warum auch nicht? Ja, ein bisschen Lidl ist schon ganz lecker. Ja. Werkbank haben wir auch. Also ihr seht, man könnte sich rein theoretisch, auch gerade so, dadurch, dass man so viel Staufläche hat, es hier gemütlich machen, weil man hat auch eine Werkbank und alles, ne? Also man kann eigentlich auch schon fleißig loslegen, rein theoretisch könnte man das. So, jetzt wollen wir mal gucken mit unseren Stiefelchen, wie das denn da aussieht überhaupt. So, das hier. Wenn ich das jetzt zerlege, bekomme ich nur Metallschrott. Das heißt, ich werde die andere Lampe nicht zerlegen, denn immerhin ist da ziemlich viel Petroleum drinne. Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht verschwenden. Also wir gucken jetzt auch mal mit den Stiefeln. Da muss ja jetzt was möglich sein. So, diesen kaputt. Da lässt sich dann anscheinend nichts mitmachen. Gut, wir können sie jetzt zerlegen. Ja, mal gesehen. Oh, wir werden müde. So, die bringe ich schon mal hier. Das, ne? Oh, das ist schon okay. Die Jeans. Ja, gut, weil die ein bisschen besser in Stand ist. Nehmen wir einfach mal die. So, okay. 1,4, ne? Ja, ist jetzt die Sache, ne? Wir können das schlecht beurteilen, dadurch, dass die hier nicht repariert sind. Wir reparieren mal die Thermostiefel, weil ich gehe einfach davon aus, dass so ein Thermostiefel, wenn der voll in Schuss gehalten ist, dann schon ein bisschen besser ist als, So, warte mal hier mit der Mütze. Ach, wir haben gar keine Mütze? Warum hatten wir keine Mütze? Was soll das hier verkehrt mit uns, ey? Ja. So. Die sind schon mal 1,7, ne, und 1,2. Ja, schon mal besser. Ja. Da kannst du nichts sagen. So, und zerlegen wir auch mal die Jeans. Wir werden jetzt alles erstmal voll reparieren, um gleich mal zu gucken, wie viel Bonus wir denn da bekommen können. So, das heißt, die Stiefel brauchen wir nicht. Das heißt, wir nehmen erstmal die. So, das heißt, die reparieren wir auch, weil sie sind noch, ne, wir sehen, nicht so gut in Schuss. Da fehlt noch etliches. Also ich denke mal, da geht doch noch ein bisschen was. Na ja, komm, hier los. Auch nicht reparieren. So, was haben wir? Plus 3 und plus 2. Natürlich hier Kleidungsbonus und das, ne? Es ist schon... Echt, also wir müssen mal kurz was trinken, sehe ich gerade. Dann nehmen wir gleich mal hier so einen Schokoriegel oder sowas. Oh, Müsli-Riegel ist das ja, ne? Ja, so ein bisschen... Da schmatzt es schön vor sich hin. So, gucken. Also die können wir auch noch zerlegen. Haben wir gleich noch das getrocknete Leder. Wofür auch immer wir das brauchen, außer für unsere Klamotten. Wir fallen hier gleich ins Koma. Warte, wir zünden das mal an. Ich sehe natürlich nichts. Gut, das bedeutet jetzt, warte mal. Feuer machen. Ach ja, geht in geschlossenen Räumen nicht gut. Dann machen wir schnell das hier. Wir haben hier Wärmebonus auch noch. 6 Stunden, das heißt 7 Stunden schlafen wir mal. Wir haben auch gesehen, links 48% hatten wir gerade. Ja. Tageslicht. Jetzt sollte es hier drin ein bisschen heller sein. Ja, wunderbar. So, Oh, mal die Petroleumlampe an. Und aufheben, wunderbar. Oh, anscheinend brauchen wir da. Ja, das ist klar, dass wir jetzt was zu essen und zu trinken brauchen. Irgendwo logisch, ne? Ja. Aber zum Glück haben wir an alles gedacht und genug mitgenommen.
Nehmen wir noch mal was, da brauchen wir noch ein bisschen. Das reicht sonst nicht. So, wir waren noch nicht fertig, ne? Ich war ja hier gerade noch beim Klamotten reparieren. So. Die Stiefel könnte ich auch zerlegen, es dauert mir jetzt aber gerade zu lang. So, das reparieren wir auch. Ach so, geht gar nicht. Ah, ich hab nicht genug Stoff. Na gut, aber wir haben immerhin schon mal einen riesen Bonus, ne? Also hier mit dem sind wir deutlich besser dran als vorher. So, wir werden natürlich mal gucken, was ich gesagt habe, ne? Uns ein bisschen umschauen hier. Ich zerlege auch mal das. So, kurz gucken. Wow, 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 du verdammter Wolf! Oh. Alte Scheiße. Oh. Oh, weia. Das hatte ich jetzt noch nie, dass hier drin ein Tier war. Ah, ich habe ja eben schon das ganze Tippeln gehört. Hier ist auch das Blut. Was wir verfolgen jetzt das Tier und machen es platt. Wie kam der hier rein? Hammerhart, ey. Übel, Mann. Na komm schon. Noch einer? Ich höre nichts weiter, ne? Okay. War das der? Scheint mir so, ne? Ich zieh mal die Haut ab und das Fleisch. Ah, dauert ein bisschen anscheinend. Okay, wir haben mal Zeit. So, wunderbar. Alter Schwede, ey. Wer rechnet denn damit? Vor allem im Dunkeln, ne? Mega übel. Gut, wir sind jetzt natürlich ganz schön überlastet. Das ist eher uncool. Warte mal, habe ich nicht noch Petroleum oder sowas dabei? Ja, habe ich doch noch, wollte ich gerade sagen. So, auffüllen. Ansonsten haben wir kein Licht, das ist echt kacke. Also es gibt hier, glaube ich, hier gibt es an der Stelle, gibt es eine Tonne, mit der man, zumindest wenn die halt jedes Mal da ist, ich weiß nicht. Ja doch, hier ist die Feuertonne, genau. Wie viel Grad sind jetzt eigentlich gerade hier? Ah, 5, okay, hier ist ein bisschen frischer. Wir können natürlich nicht rennen, das ist klar, weil, ne, wir sind megamäßig überlastet, aber das ist nicht so schlimm. Wir sehen, man kann hier auch teilweise irgendwo hochgehen, also zum Beispiel hier hinten. Wir gucken uns das alles an, in der Hoffnung, dass wir vielleicht irgendwo was finden. Das heißt, ich werde ein bisschen rumkrüppeln, ne, sind wir ein bisschen langsam unterwegs. So. Da müssen wir mal gucken, was wir denn halt machen oder wie wir es am besten mit den Sachen umgehen, die wir jetzt hier haben. Damit wir irgendwie das wieder heil und sicher zu unserem Häuschen schaffen. Denn schön gemacht hier übrigens, ne? Hier mit dem Lichteffekt und mit dem, was da so reinkommt. So ein bisschen, ja. Schneit hier halt auch rein. Vielleicht ist der Wolf dadurch gekommen. Also so richtig sicher ist es auf jeden Fall nicht, ne? Das wissen wir jetzt. Und da ist unser Häuschen dann doch besser. Oh, viel Holz. Viel Holz ist gut. Manchmal hat man Glück in die lichte Leiche oder sowas. Ne, so ein bisschen Medizin. Was haben wir da? Trockenfleisch. Antiseptikum und eine Dose Bohnen oder sowas was, ne? Schweinefleisch mit Bohnen, glaube ich. Da hinten geht's auch noch hoch. Wir sehen es da, ne? Davor. Schade, es geht nicht einmal ringsrum. Man muss dann nochmal runter auf der anderen Seite.
Irgendwo hier geht es auch noch weiter. Gibt es noch einen Gang? Ich glaube, gibt es eine Tür oder sowas. Warte mal, durch welche? Hier unten ist noch eine Tür. Genau, da sind wir durch die da gekommen. Da ist doch der Wolf. Ich hoffe natürlich. Gut, wir haben jetzt. Ich lade mal nach. Na. Wollte ich gerade sagen, weil ich hoffe natürlich, dass wir genug Patronen noch haben. Aber haben wir. Haben wir. Brauchen wir uns keine Gedanken machen. Aber es ist krass, ne? Na gut, ich muss auch sagen, dass die so aggressiv teilweise sind, wird, gehe ich jetzt mal von aus, oder spekuliere ich jetzt einfach an der Stelle, daran liegen, dass die Tierchen ja auch schon eine ganze Weile nichts zu essen gekriegt haben, beziehungsweise das Essen rar wird. Ja. Ich glaube, hier ist die Tür, genau, da geht es noch weiter in den Bau. Und natürlich nun versuchen, irgendwas zu futtern zu finden. Und wenn wir dann halt da rumstapfen, ne, so prall gefüllt, wie wir halt sind, so vollgestopft mit irgendwas Leckerem, wie so ein schöner Truthahn oder eine gefüllte Gans oder sowas, dann ist das natürlich mega verlockend. Ist auch klar, dass die uns dann anfallen wollen, ne? Die wollen ja auch nur überleben. Aber allerdings sind wir derjenige mit dem groben Stöckchen, der da mal kurz draufhaut und sagt, gibt's nicht, heute nicht, mein Freund. Als erstes mal hier angegangen bin, hatte ich mir gedacht, so, wow, wenn da jetzt hinten einer langläuft oder wenn hier drinnen steht auf einmal, ne? Bei so einem Horrorspiel wäre das ja dann so. Aber hier braucht man sich ja keine Gedanken machen. Das Einzige ist dann so wie eben dieser garstige Wolf, der dann da so kommt, der einen dann halt ans Leder will. So, was liegt denn da Schönes? Schmerzmittel. Oh, hat wohl nicht geholfen, ne? Komm schon, muss doch eine Klamotte haben oder so. Naja, ich will mich nicht beschweren, Die Mütze und der Thermostiefel haben wir schon einiges getan. So, wir werden jetzt in den anderen Komplex vordringen, ja. Weil da ist, glaube ich, auch noch eine Werkbank und ich glaube, da war noch irgendwie... müssen wir mal gucken, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, da gab es auch noch etliches zu entdecken. Ich hoffe bloß keine Wölfe mehr. Da habe ich gar keinen Bock drauf. So. Und man, gut, dass wir so viele Medikamente gefunden haben. Weil stell dir mal vor, oder stellt euch mal vor an der Stelle, wir hätten das alles nicht. Ja, wir hätten jetzt nicht diese ganzen tollen Medikamente. Dann hätten wir echt ein Problem, ne? Ja. Wie wollten wir denn dann überleben? Oh, das ist echt eine gute Frage, denn so ganz ohne ist es nicht. Zeuchen? Ich höre jetzt nichts. Man könnte natürlich auch in dem Bereich bleiben. Wir sehen genug Kisten hier, Holz und sowas findet man ja anscheinend. Vielleicht ist da ja dann auch also die Möglichkeit, sich gut, wobei... Ja, genau. Oh, sehr schön. Man hat halt genug Möglichkeiten. Also die Sache ist ja auch, so wie bei allen Spielen, die mit Apokalypse zu tun haben, wir finden aktuell durchs Plündern noch Sachen, aber dann sind die Sachen noch weg. Dann ist da nichts mehr. Das heißt, was Nahrung, also Trinken versorgen wir uns ja sowieso schon selbst, ne? Ah, schöne Wollmütze, gut. Aber was zum Beispiel Nahrung angeht. Gut, wir können fischen. Hier geht's, glaube ich, raus, ne? Ja. Was Nahrung angeht. Da müssen wir dann wirklich gucken. Oh, okay. Dass wir da bald halt außer den Fischen gucken, dass wir Rehe oder sowas fangen. Wir brauchen auch definitiv ist nichts, ne? Brauchen wir definitiv sowas wie mehr Fell und alles mögliche Gedärme und ja, wir müssen uns ja vorbereiten. Ah, da geht's auch noch weiter. Ne, in jede Ecke gucken, ganz, ganz doll wichtig. Aber hier ist nichts. Hier habe ich auch noch nichts gefunden bisher. Mit den Schnüren kann man leider nichts anfangen. Schade eigentlich. Hier ist ein bisschen heller. Wir gehen jetzt, ihr merkt, auch weiter runter gerade. Genau. Auch nichts. Also plündertechnisch sind wir nicht gerade die Mega-Erleuchtung. Ne? Also da haben wir... Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel waren das noch gewesen. Bei irgendeinem anderen Spiel hatten wir das doch auch, wo wir die ganze Zeit geplündert haben bis zum Erbrechen und irgendwie nie was gefunden haben, beziehungsweise irgendwie gar nichts. Oh, jetzt war es wieder mega langsam, Metallschrott. Müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas basteln können, ne? Dass ich hier vielleicht ein bisschen leichter unterwegs bin. Ich hätte gerne so eine schöne Streitaxt oder sowas. Ah, den habe ich wieder Streichhölzer, ja. Komm,
komm schon, eine Klamotte vielleicht in einem Plastikbehälter, einer seinen schweren Pulli da drin versteckt oder so. Na, ich glaube, durch getrocknetes Leder. Hm, ist so kein Handy. Na, vielleicht. Na, damit könnten wir die Schuhe sonst noch weiter reparieren, wenn das denn notwendig sein sollte. Ist es aber nicht. Fackel brauche ich nicht, Schlinge auch nicht, Haken brauche ich nicht, Angelzeug, nee, Kaninchenfalle, nee, nee. Nee, können wir alles sowieso nicht basteln, sehen wir gerade, ne?